Vor 128 Jahren haben Walser Gemeindebürger diesen Birnbaum auf einer Wiese zwischen Wals und Gois gepflanzt. Das Wahrzeichen der Gemeinde ist nun im wahrsten Sinn des Wortes in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Die Gemeindevertretung Wals hat dazu heuer den Beschluss gefasst. Der neue Baum bekam einen neuen Standort unweit des Landwehrschützendenkmals, das etwa 300 Meter Luftlinie vom alten Standort entfernt ist. Der neue Birnbaum hat seine besten Jahre noch vor sich. Er wurde in der Baumschule Alois Stöckl in Zell an der Pram in Oberösterreich gezogen. Das ist eine Mostbirne. Das Alter beträgt ungefähr 30 bis 35 Jahre. Und ja, gute Mostbirne, wo man guten Most erzeugen kann. Wir haben sogar ein bisschen Most davon mit. Das stattliche Gewächs kam Donnerstag früh mit einem Lastwagen nach Wals, also Anfang Dezember. Denn Bäume sollen dann gesetzt werden, wenn sie entweder im Frühjahr noch kein Laub tragen oder dieses im Spätherbst abgeworfen haben. Das Aufstellen des etwa 8 Meter hohen Baumes erfolgte mit Kränen. Präzision und Erfahrung waren dabei notwendig. Auch der Walser Bürgermeister Joachim Meislinger, als Tischlermeister sehr versiert in Sachen Handwerk, half tatkräftig mit. Ganz leichter, gell? Sicher. Geh nochmal Handy mit. Ja, genau. Ja, ein historischer Tag für die Gemeinde Walsitzenheim. Wir haben heute unseren neuen Walser Birnbaum hier zwischen Wals und Gois gesetzt. Unser Wahrzeichen hat einen neuen Standort bekommen. Und was geschieht nun mit dem alten Baum? Das alte Wahrzeichen, der 128 Jahre alte Birnbaum, der wird demnächst dann umgeschnitten werden. Alle Holzteile werden aber irgendwo wieder verwendet werden für Souvenir- oder Erinnerungsgeschenke der Gemeinde. Inklusive Grundstückserwerb kostete die Baumaktion an die 50.000 Euro. Das neue Wahrzeichen der Gemeinde Wals soll Ende April 2016 beim Birnbaumfest gebührend gefeiert werden.